Ja, hallo Leute, jetzt gibt's endlich, wie gewünscht, eine neue Roomtour. Hier ist der Eingang von meinem Zimmer, also hier gehen wir jetzt mal rein. Hier ein kleiner kurzer Überblick. Hier ist es noch ein bisschen chaotisch, so wie da hinten. Ich weiß noch nicht, wie ich das Zeug da hin tun soll und alles. Aber ihr wollt unbedingt eine Roomtour, deswegen zeige ich euch eine. Ja, so mal ein schneller Überblick von meinem Zimmer. Ich fange hier vorne beim Eingang mal an. Da habe ich hier am Türrahmen so einen Streifen Klett. Hänge ich mein iPhone hin oder eine Apple Remote oder sonst oder was auch immer, keine Ahnung. Hier oben habe ich nochmal zwei Streifen, kann ich das iPad hinhängen. So weiter, Lichtschalter. Und hier haben wir dann so einen kleinen Tisch. Da habe ich meinen Geldbeutel, Ausweis, Schlüssel, MacBook-Tasche mit Ladekabel fürs MacBook, meine Logitech Harmony One Universalfernbedienung. Mein alter Fernseher, der relativ klein ist hier auf dem Tisch im Vergleich zum neuen, den ihr gleich seht. Mein Unboxing-Messer, diverse Ladekabel. Ja, und der Tisch hier ist eigentlich auch der Tisch, wo ich meine ganzen neuen Videos drauf drehe. Derzeit geht's nicht, weil er voll ist, aber da werde ich halt meine Videos drauf drehen. Dann habe ich hier so einen schicken Eckschrank, ein schickes Bett. Da bei der letzten Roomtour welche gefragt haben, das ganze Zimmer habe ich in einem Gesamtpaket gekauft, also Schrank, Bett, die Regale da oben, das Regal, der Schreibtisch, Fußboden, habe ich alles zusammen für 3500 Euro gekauft, im Gesamtpaket, also müsst ihr nicht fragen, wo ich das her habe, war alles im Gesamtpaket, also ich weiß auch glaube ich gar nicht mehr, wo ich das her habe. Also ja, wie gesagt, hier haben wir das Bett, ist relativ tief. Mit so einer Lehne, wo ich unten was reintun kann. Da ist dann auch noch viel Zeug drauf. Dann habe ich da oben so ein Regal. Da habe ich ganz viele Kisten drauf. Da eine Xbox-Kiste, noch eine Xbox-Kiste, noch eine Xbox-Kiste. Ja, es sind halt einfach ganz viele Kisten da oben. Dann habe ich hier auch meine Blu-Rays und meine Xbox-Spiele. Ja, sind schon ordentlich viele Blu-Rays und Xbox-Spiele. Ich bin immer dabei, neue Blu-Rays zu kaufen. Ich weiß nicht warum. Ich mag irgendwie Blu-Rays. Schaue ich gern an. Dort drüben habe ich dann ganz viele Apple-Tüten. Sind glaube ich 50 Stück oder so. Ein paar große sind da auch noch dabei. Hier habe ich dann noch das Eröffnungs-T-Shirt von Apple Store München. Auch uralt schon. Ja, da oben Xbox-Verpackung, Kinect-Verpackung. Da ist dann auch noch viel Zeug drin. Dann habe ich hier hinten meine Lampe. Und dann sind wir auch schon hier am Schreibtisch angelangt. Ist relativ unaufgeräumt, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß einfach nicht, wo ich das ganze Zeug aufräumen soll. Deswegen lasse ich es jetzt so. Ich räume ab und zu mal ein bisschen auf. Ich fange jetzt mal auf der rechten Seite an und dann gehe ich nach links weiter. Hier haben wir erstmal die Ladestation von meiner Logitech Harmony One. Das Mofi Juice Pack Plus. Habe ich auch schon ein Review gemacht. Ist ein Akku-Case fürs iPhone. Xbox-Controller und dann hier die passende Xbox dazu. Da ist dann mein Blu-Ray-Player, inklusive Heimkinosystem habe ich das. Das ist da der Subwoofer, da ist dann Lautsprecher da und hinten im Zimmer sind zwei. Dann habe ich hier einmal die neue AirPod Express Station. Unboxing habe ich dazu auch schon mal gemacht. Und darunter steht das Apple TV der dritten Generation. Unboxing dazu ist auch auf meinem Channel, einfach mal suchen. Hier habe ich dann meine neue Festplatte, Western Digital My Passport Essential oder so heißt die. Hat 2 TB und USB 3.0. Ist auch relativ neu. Ein Review mache ich noch, ist in Planung, wird dann auch auf meinem Channel sein. Ja, was habe ich dann noch? Apple Remote, alte Festplatte. Dann habe ich hier mein Retina MacBook Pro. Das Nexus 7 Tablet. Hier mein neuer Fernseher. Samsung UE40 ES 6710. Unboxing dazu ist auch auf meinem Channel, sowie von dem Nexus 7 und dem Retina MacBook Pro. Von der Xbox ist auch ein Unboxing und von dem Heimkinosystem ist auch ein Unboxing auf meinem Channel. Also ich habe hier alles von allen fast Video. Hier oben ist dann noch ein Regal, da habe ich noch ein paar DVDs drin. Und meine ganzen Verpackungen, die mir wichtig sind. 2 iPhone 3GS Verpackungen, iPhone 4S Verpackung, iPod Touch 4G, iPod Touch 2G Verpackung, iPad 3 Verpackung. iPad 3 habe ich zurzeit nicht, das habe ich verliehen. Das kriege ich auch erst wieder, wenn das neue draußen ist, also dauert noch. Dann hier mein roter und weißer Original Apple Bumper.
Dann habe ich hier noch diverse Verpackungen. Dort oben habe ich dann die größeren Verpackungen. AirPod Express, Apple TV, die Steve Jobs Biografie ist natürlich keine Verpackung. Retina MacBook Pro Verpackung, Nexus 7 Verpackung, dahinter ist die Verpackung von meiner Festplatte. Und da oben drauf ist es vom Luxer 2 H1 Touch, der hier auch unten steht. Ja, das war's mit den Verpackungen dort oben. Wie gesagt, diverse DVDs, will ich jetzt nicht durchgehen. Dann hier der Rest des Schreibtisch. Hier habe ich diverse Schubladen. Hier habe ich dann ein so ein Ding, wo ganzen Rechnungen drin sind. Dann ganz viele Cases, ein iPhone 3GS, ein iPhone 4 Dummy. Noch mehr Cases. Klett kann ich überall hinmachen. Ja, das war's mit der Schublade. Da drunter habe ich noch mehr Kabel. Kabel. Da unten sind alte Zeitschriften drin. Hier oben habe ich Kontoauszüge und noch was weiß ich wie viel Schrott. Dann habe ich hier die Verpackung von den Sennheiser MM550 Travel Kopfhörern. Die habe ich im Februar schon bekommen, habe aber noch keine Zeit gehabt, da ein Review zu machen. Also Unboxing und Review zu denen wird definitiv noch dieses Jahr kommen. Dann habe ich da einen Tour mit ganz viel komischem Zeug, dann Deo. Ich habe hier mein iPhone liegen. Das ist in so einer schicken neuen Verpackung, in so einem Case. Das Ganze nennt sich Bubble Shield. Und ist so eine Folie, wo ihr iPhone reintut und ist dann wasserdicht. Ich war gerade duschen mit dem iPhone, hab da Musik gehört, hab da ein paar Sachen getwittert. Und ich muss sagen, ist echt super. Funktioniert dann auch noch der Touchscreen unter Wasser und alles. Funktioniert auch jetzt noch, also ist nicht kaputt oder so. Und ja, wie ihr seht, habe ich das neue Apple-Logo Light Mod Kit drauf, das 2.0. Das blinkt dann so und bleibt nicht dauernd an. Review dazu kommt auch noch. So wie zu diesem Bubble Shield. Das Review zum Bubble Shield kommt nächstes Wochenende, plane ich das. So wie das Review zu dem Nexus 7. Also könnt ihr auf die zwei Videos schon mal freuen. Mehr gibt es hier eigentlich auch nicht vom Schreibtisch zu sagen. Hier ist die 3D-Brille, die beim Fernseher dabei war. Und sonst, ja. Unterm Schreibtisch relativ chaotisch. Da steht Kinect, ein weiterer Xbox-Controller. Ganz viele Kabel, mein Subwoofer. Hier ist mein Stativ, wo ich die Videos sonst drauf filme. Dann habe ich hier auf meinem kleinen Hocker ein paar Xbox-Spiele, die ich häufig zock. Und dann habe ich hier noch ein iPad-Dummy mit meinem Logo drin. Ist nochmal eingepackt in so Folie. Muss ich eigentlich auch noch ein Review dazu machen. Das kommt auch in naher Zukunft. Also ich würde mal sagen, diesen Monat definitiv noch. Dann werde ich auch noch mit dem Dummy ein Case-Review machen, das auch schon lange hier liegt, das Case. Dann habe ich hier ein paar Caps von mir, dann ist hier mein Fenster, Stuhl mit so einem schicken Rucksack, der ist von SGP oder Spigen, nennt sich Klasden, keine Ahnung. Review dazu ist auf meinem Channel, ist wirklich ein super Rucksack, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr gerade einen Rucksack sucht. Mein iPhone bimmelt gerade wie verrückt, weil irgendwas mit Twitter ist. Schauen wir mal, was da abgeht. Ja. Und das war's hier eigentlich zu meinem Zimmer. Ich habe hier noch an der Seite Spiegel, wo man mich jetzt hier sieht. Meine Kamera. Ist eine relativ alte Kamera. Ich glaube, das ist die Panasonic. Warte, da steht's. HDC SD5. Ja, jetzt wisst ihr es. Panasonic HDC SD5. Ist eine gute Kamera, macht das, wofür ich es brauche. Kann ich nicht meckern. Ja, mehr gibt es jetzt hier auch nicht zu sagen. Ich habe hier noch meine Wandhalterung liegen, denn ich plane, den Fernseher an die Wand zu hängen, denn so kann er nicht stehen bleiben. Nimmt mir zu viel Platz am Schreibtisch weg. Und ich habe auch schon die Wandhalterung gekauft, deswegen wäre es blöd, wenn ich das jetzt so stehen lassen würde. Ich habe aber, wie gesagt, einfach keine Zeit, das jetzt hier alles zu machen, sowie noch mehr aufzuräumen. Denn ich habe gerade meine Ausbildung angefangen als Elektroniker, falls ihr das wissen wollt. Und da bleibt mir nicht mehr viel Zeit so übrig für so Schnickschnack-Zeug zu Hause. Ja, falls ihr noch weitere Fragen habt, ich poste den Link zu dem Fragevideo in der Beschreibung.
Da schreibt ihr dann unter das Video bitte einfach eure Frage. Und ich beantworte sie dann im Antwortvideo. Das Antwortvideo wird voraussichtlich am 21. oder am 22. September online gehen. Je nachdem, wann ich das Studio gemietet kriege. Ja, dann war's das mal. Die Kamera geht auch langsam zugrunde. Akku sagt nur noch 5 Minuten. Sollte eigentlich reichen, aber man kann nie wissen. Ich gehe nochmal alles hier schnell durch. Das ist der Schreibtisch. Fernseher, Retina MacBook Pro, Nexus 7, iPhone, Blu-ray Player, Heimkinosystem, Xbox 360, AirPod Express, Apple TV, Western Digital, My Passport, Essential Festplatte, Logitech Harmony One Ladestation, dann hier oben diverse Verpackungen. Ich mache einfach mal jetzt hier so einen Schwenker rüber. Schrank, da ist oben noch mehr viel Müll drauf. Dann hier mein Tisch. Und dann gehe ich mal langsam hier raus. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.